Aber das ist auch wieder, ne, mal schön was anderes hier. Ich hoffe immer noch drauf, dass wir auch Takemura noch mal wieder sehen. Irgendwas Bestimmtes? Nein, aber umsehen können wir uns trotzdem. Ist doch schön ruhig hier. Fast als wären wir jenseits von Raum und Zeit. Das stimmt. Wie in der Schneekugel. Mal sehen, was wir noch so alles finden. Guter Vergleich, wie ich finde. Ich kann mir nichts vorstellen, dass in einer Unterwasserwelt so viel am Platz ist. Wasserflaschen? Touché, Jody. Touché. Wo sie recht hat, hat sie recht. Was ist das? Schrottautos. Ich verstehe nicht, wie man ausgerechnet sein Auto zurücklassen kann, wenn man zügig verschwinden muss. Hey, was denkst du denn, wie alt ich bin? Die Schrottkarren haben 50 Jahre auf dem Buckel. Die standen hier schon, als ich noch ein Kind war. Sahen damals genauso aus. Aber waren eine echt gute Deckung beim Max-Tech und Psychos-Spielen. Auch gerade wieder die Kindergeräusche im Hintergrund. Das ist schon so ein bisschen creepy, finde ich. Puh. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das dann doch von ihr ist, extra, um irgendwie meine Reaktion darauf zu testen oder so. Ich weiß es nicht. Suche bei der Tankstelle nach Hinweisen. Hm. Vielleicht oben drauf irgendwie? Ich bin etwas irritiert, weil wir oben jetzt diesen gelben Kasten nicht mehr haben, also diesen Radius, wo wir suchen können. Aber eine Sache haben wir noch offen, die würde ich eigentlich ganz gerne noch finden. Da, ah. Nein! Ich weiß, was noch auf uns wartet. Na dann komm, ich will dir was zeigen. Fühlt sich echt gut, hier durchzuschwimmen. Ach, das hat sich jetzt überschnitten. Wo sich dein Leben abgespielt hat. Ach Mann. Kannst du mir vorstellen? Das ist doof, ich wollte sie noch auf die alte Puppe ansprechen. Ach Mensch. Die Kirche sieht aus wie früher. Naja. Hilft alles nichts. Alt und sah aus wie von Aliens erbaut. Hat generell. Risse, klang voll gruselig und irgendwie schief. Komisch. Bis eben hatte ich das vergessen. Jetzt kann ich sie beinahe hören. Ich krieg grad so Amnesia und Alien-Vibes, beides gleichzeitig irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Ich weiß nicht wie, aber ich glaube, ich höre die Glocken auch. Echt, du hörst meine Erinnerung? Mhm. Vielleicht eine Nebenwirkung. Ah, das ist es. Das ist es also. Geschlossen. Schade. Vielleicht führt ein anderer Weg rein. Versuchen kannst du es. Bist du gern hergekommen? Ich war nie wirklich hier. Hab die Kirche nie richtig bemerkt. Hier ist eine Öffnung. Ich glaube, da können wir durchschlüpfen. Schon unterwegs. Hab einen Eingang gefunden. Durchs Dach. Ich war mal hier drin, als keiner da war. Hab am Altar gestanden und dachte, was dem Padre wohl durch den Kopf geht, wenn er all die Leute ansieht. Gefragt, wie er die Gedanken der Leute liest. Weil er alles über sie wusste. Ich habe geschrien wie am Spieß, um die Akustik zu checken. Akustik ist, glaube ich, ziemlich geil hier. Oh, mein Relic spackt wieder rum. Nicht gut. Und keiner hat dich verjagt. Ich bin weggerannt. Das Echo hat mir eine scheiß Angst eingejagt. Ich glaube, es war, weil ich in Jenny Chapman verknallt war. Wollte die Schuld wegschreiben und sie ist mir um die Ohren geflogen. Ah! What? Scheiße. Wie? Bitte! Oh, Gott sei Dank. Du lebst. Was ist passiert? Du warst ohnmächtig. Wie hast du mich rausgeholt? Weiß
jetzt nicht mehr. Ich habe nicht nachgedacht. Ich habe einfach funktioniert. Hey, langsam. Ganz ruhig. Ich schätze, du hast mir das Leben gerettet. Danke. Hab's dir gesagt. Im Giftmüll zu tauchen ist eine blöde Idee. Aber nein, auf mich hört ja keiner. Giftmüll? War das dein Konstrukt? Was? Sie können ihn jetzt auch hören? Du hast ihn gehört? Gehört wäre zu viel gesagt. Er war nur in meinem Kopf. Wie ein Gedanke, der weder meiner noch deiner war. What? Ja, Judy, dann viel Spaß, ne? Ignoriere sein Gejammer. Unser Verhältnis ist kompliziert. Was mache ich hier noch? Du solltest lieber noch nicht in die Stadt zurück. Ich bin auch müde. Hab jetzt keine Lust zu fahren. Lass uns doch heute Nacht hier bleiben. Was meinst du? Bleiben? Wo denn? Willst du an der Küste zelten? Nein. Da drin. Ich übernachte dort öfter nach dem Tauchen. Jo. Was sagst du? Ja, klar. Warum eigentlich nicht? Hallo, sicher. Wem gehört das Haus? Du sagtest, du kennst den Besitzer. Einer unserer Nachbarn wollte unbedingt in Laguna Bend bleiben. Die Bullen haben ihn aus dem Haus gezerrt, als das Wasser kam. Also baute er sich ein neues, so nah wie es ging. Aber dann wurde er krank. Damals war das Wasser noch viel giftiger. Mhm. Wann Tanz? Du musst furchtbar frieren. Ich brühe was auf. Gute Idee. Wie trinkst du dein? Mit ein bisschen Milch. Ja. Genau wie ich. Ich hätte sie wahrscheinlich bei jeder Option gesagt, aber keine Ahnung. Ah, hab den Generator vergessen. Ein Generator? Was noch? Whirlpool? Finishes? Nein, aber wir haben fließend Wasser. Ich mach schon. Du solltest langsam machen. Immer schön vorsichtig. Starte den Generator. All diese Leute aus der Stadt. Echt deprimierend. Die meisten Nomaden kennen solche Geschichten. Und alle fanden... Wir haben Strom. Oh, shit. Dein kleines Spa ist jetzt eröffnet. Judy? Okay. Alter. Gefällt mir. Wo? Sieh nach Judy. Wie war das? Ich konnte dich nicht richtig hören. Ist irgendwas? Nein, alles gut. Denkst du an Evelyn? Das Clouds ist am Ende. Die Tiger Claws haben sich wegen Hiromi und den anderen gerecht. Gab eine Schießerei. Tom ist tot. Roxanne hat gerade so überlebt. Der Laden ist vorerst geschlossen. Will nicht drüber reden oder nachdenken. Ich wollte es dir nicht sagen, damit du nicht denkst, ich mach dir Vorwürfe. Wie kommst du drauf, ich könnte das denken? Weiß nicht, ich... Lass uns das Thema wechseln. Ich glaube, ich leg mich hin. Bin müde. Sprich mit Judy. Hm.
Tossi nervt mich. Lass uns einfach abhauen. Johnny, aber weck sie nicht auf. Nein. Judy nervt dich, weil sie sich um andere kümmert? Und dich daran erinnert, dass du ein narzisstisches Arschloch bist? Sie ist total verrückt. Weigert sich, durch die Tür zu gehen, springt aus dem Fenster und wundert sich, wenn's weh tut. Sie erinnert dich an Alt, oder? Nein, verdammt. Niemand kommt nur im Ansatz an Alt ran. Und was wir hatten. Lass uns endlich abhauen, okay? Aua. Nein, ich lasse sie hier nicht allein. Dann verpiss dich doch. Ich lasse jedenfalls nicht mitten im Nirgendwo allein. Ich kann nicht mit dir reden, wenn du so sentimental bist. Schlaf wenigstens, damit mir das Streiten erspart bleibt. Mhm. Übrigens, eine Sache, die ich mal eben anmerken möchte. Also seit der letzten Aufnahme, die jetzt ja am, ich glaube, 24.03. war, ist ein bisschen was passiert. Also ich habe jetzt The Crown soweit fertig geschaut, so wie es aktuell halt verfügbar ist, ne, bis Ende Staffel 4. Nächste Staffel soll ja 2022 erst kommen. Und habe jetzt angefangen mit How to Get Away with Murder. Sehr geile Serie. Und die Viola Davis heißt sie, glaube ich, oder Annalise Keating in der Serie, die Anwältin und ja, coole Schauspielerin, generell eine sehr coole Serie. Die wird gesprochen im Deutschen von Martina Träger. Der Name könnte euch vielleicht noch was, könnte euch noch bekannt sein, denn der ist schon mal im Laufe des Let's Plays gefallen. Und zwar ist das die Synchronstimme von Rogue. Ja, die ich schon sehr, sehr cool fand. Das ist eine etwas dunkle, rauchige Frauenstimme. Und Martina Träger, wie es der Zufall will, hat mit Benjamin Völz, a.k.a. Keanu Reeves Stimme, a.k.a. Johnny Silverhand in diesem Fall, als Carrie Ann Moss, beziehungsweise Carrie Ann Moss gesprochen in Matrix. Ja. Wir haben ja also Neo und Trinity in einem Spiel, synchrotechnisch. Finde ich extrem geil. Also ich habe, ich glaube, die Mediapaten, da war es, ist ein YouTube-Kanal, wo auch Synchronsprecher mal interviewt werden und sowas und über ihre Geschichte erzählen können, wie sie zum Synchronsprechen gekommen sind. Und da war jetzt vor ein paar Tagen Martina Träger zu Gast, eine komplett neue Folge, die hatte ich mir angeschaut. Und da sprach sie unter anderem dann halt auch von How to Get Away with Murder. Ich habe da auch schon vieles Gutes drüber gehört von Bekannten und Verwandten, Freunden und so. Und dann hatte ich jetzt mal angefangen, das zu schauen. Und es ist so eine gute Serie. Richtig cool. Also kann ich sehr empfehlen. Aber genauso wie The Crown. Also von daher, das nur so am Rande. Übrigens Träger, T-R-E-G-E-R, nicht mit Ä. Jetzt ist sie wahrscheinlich weg, ne? Ja, dachte ich mir doch. Oder sie sitzt wahrscheinlich einfach draußen. Könnte ich mir denken. Karten. Einfach mal so eine EMP-Granate. Ich finde schon, es läuft durchaus flüssiger. Aber wie gesagt, der Lackmustest ist das Fahren durch Night City. Da bin ich sehr gespannt drauf, ob das jetzt irgendwelche Auswirkungen hatte. Dieser 34 GB Patch, ich möchte es nochmal erwähnen, hat man ja dann schon irgendwo auch Ansprüche, wenn er so groß ist. Aber schauen wir mal. Wenn nicht, ist es jetzt auch nicht schlimm, aber da sitzt sie. Ist doch nicht einfach abgehauen. Na, Handfächer brauche ich nicht. Boah. Wie viel haben wir? 4.54 Uhr, so früh schon wach. Hey, setzt du dich ein bisschen zu mir? Ja, klar. Hier ist dein Kaffee. In. Oh, hier kann man's aushalten. Ich glaube, ich habe mich gestern entschieden. Ich habe dich angerufen, um mich zu verabschieden. Was? Die Stadt hat mich zerkaut und spuckt mich jetzt aus.
Och nö. Bist du verrückt? Du meinst, du willst abhauen? Jetzt gleich? Ich hatte dieses skurrile Gespräch mit einer Puppe. Hat mir gesagt, ich soll kämpfen. Und ich dachte, wofür? Oh Mann. Und jetzt, wo ich weiß, wozu das alles. Freundschaft. Vertrauen. Jetzt willst du abhauen? Wir können doch in Kontakt bleiben. Gib mir deine Hand, Vi. Das war's schon. Glückwunsch. Du hast jetzt Zugang zu meiner Wohnung. Oh, du willst, dass ich einziehe? Wenn du das willst. Oder komm einfach vorbei, wenn du magst. Wow. Ich bin sprachlos. Sowas hat noch nie jemand für mich getan. Du vertraust mir wirklich. Pass auf dich auf, Vi. Ach Mensch. Das war's? Wirklich? Unser letztes Treffen? Noch vor einer Minute schienst du nicht so entschlossen. Kein Grund zu warten. Ich bleib noch ein paar Tage hier. Dann hau ich ab. War schön, dich zu kennen, Vi. Bis dann. Oh Mann. Und melde dich mal übers Holo. Bis dann, Jody. Aber ich glaube, ganz ehrlich, auch wenn das irgendwie, weiß ich nicht, stimmt mir schon so ein bisschen traurig, muss ich sagen, weil Jody habe ich echt lieb gewonnen. Besser so, als so, also, als dass es so enden würde wie bei Jackie oder Evelyn, ne? Ja, und es ist letztendlich ihre Entscheidung. Man kann es ihr nicht verübeln und man sollte ihr das auch nicht ausreden. Wenn sie meint, dass das für sie das Richtige ist, dann soll sie das auch machen. Aber ja, es ist natürlich irgendwo traurig. Aber das mit der Wohnung ist ein krasser Move. Also das ist super nett von ihr. Kann man nochmal mit ihr reden? Nee, ne? Ach, Judy, Mann. Ja, hau rein. Meine Gute. Ich melde mich auf jeden Fall. Und danke für die Wohnung. Krass, ey. Das war eine coole Mission. Aber ich habe zu keinem Zeitpunkt auch gedacht oder hatte das Gefühl, dass es irgendwie das Ende wäre oder sein könnte. Die Frage, was wir als nächstes machen. Nein. Sie lebend haben, finde. Achso, 2 von 17. Nee. Killing in the Name. Ach, das war das, was nicht geklappt hat, ne? Was, glaube ich, verbuggt war. Das könnten wir jetzt nochmal probieren. Vielleicht wurde das irgendwie gefixt. Das können wir mal machen. Hallo, Night City. Und wie immer, euer Business ist auch mein Business. Hallo? Musik? Ich höre gar nichts. Heute stürzen wir uns auf einen heimischen Sieg. Was ist denn jetzt? Auf den ersten Blick wird Minitechs Aktie gut platziert. Über eine halbe Million Angestellte weltweit, hunderte Milliarden Profit und ein Kapital irgendwo im Bereich von 2 Billionen. Darf man da hier jetzt nichts anderes hören gerade, oder? Sehr interessant auf jeden Fall. Aber hier stellt sich die Frage, ob diese umwerfenden Zahlen das Produkt eines fairen Wettbewerbs sind oder einer schmutzigen Liaison mit der autoritären NUSA-Regierung. So, eben kurz gucken, wo wir waren. Ach, hier unten. Alles klar. Die Grenze zwischen Militech und der Regierung war schon immer sehr fließend. CEO Donald Lanty leitete früher das Pentagon. Elizabeth Press, die für knapp ein ganzes Jahrzehnt Präsidentin der Firma war,
Monate später zur Präsidentin der NUSA.